I love a good fight. Ja, sie hat einen Bogen. Okay, Plan ist wie folgt. Wir bleiben hinterm Baum. Sie hat geschossen. Das ist die Gelegenheit. Oh, nee. Noch jemand? Oh, oh Gott. Okay, wir heilen uns. Wir heilen uns. Wir stehen hier zum Glück an dieser Steinmauer und sind relativ sicher. Männliche Stimme. Aber ich habe eben einen weiblichen Bogenschützen gesehen um die Ecke. Heißt, es sind zwei, oder? Oder habe ich mich geirrt? Armbrustschütze sogar. Braucht länger zum Nachladen, das ist natürlich ein Vorteil. Wie soll ich den besiegen? Okay, ich probiere es mit meinem Bogen. Nur ich bin nicht sonderlich gut darin. Ja, das ist ein richtig guter Schütze. Der weicht auch noch aus und alles. Okay, wir haben ihn erwischt. Das war gut. Also, das war wirklich gut. Ich weiß nur nicht, ob es uns was bringt, Mistwatch zu untersuchen. Ich weiß ja nicht, wie die Situation drin ist. Aber Erfahrung dazu zu kriegen, ist natürlich auch etwas, was uns bei unserem Ziel hilft. Ich glaube, wir machen das. Wir werfen zumindest mal einen Blick rein und wenn es zu schlimm wird, können wir auch jederzeit rauslaufen. Ich weiß halt noch nicht, ob wir stark genug sind für random Banditenfestungen. Problem ist auch, ich kenne diese Festung nicht auswendig von innen, wie das bei den meisten bisherigen war. Ups, nein. Ich wollte all das Zeug nicht einsammeln. So, schönes Hebelchen, das eine Zugbrücke öffnet, was natürlich super ist, denn wenn wir verfolgt werden und rauslaufen und falls die uns dann verfolgen, können wir einfach die Zugbrücke wieder hochklappen. Denn damit haben wir bisher unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Wir gehen mal rein. Der Nordturm. Der von innen wahrscheinlich viel größer ist als von außen. Bringt es was reinzuschleichen? Ich mach mal den Lärmtest. So, wer auch immer hier in der Nähe ist, hat uns gehört. Höre eine Stimme. Nicht zu nah an der Tür stehen. Hey, who's there? Krista. You over here quick, before any of them show up. You call yourself a Please, stranger. I need your help. Mindestens zwei Banditen. I'll mount your head on my wall. Requires key. Stendar's mercy, you aren't one of them. Please, you've got to help me. Okay, er will also Hilfe. Was passiert? It's my wife, Viola. I think she's being held in this tower. Viola wird in diesem Tower festgehalten. Boah, wir sind hier direkt wieder irgendwie mittendrin. Erstmal Ruhe, was ist passiert? I'm sorry. I just... You're right. Let me explain. Viola, my wife, left the farm on errands and never came back. It's been months, and I've been searching for her since. I heard a rumor that these bandits were ransoming captives, so I thought she may be here. I managed to sneak past the guards and get this far, but I don't think I can go on. I'm no warrior. Please, can you look for her? Where are you? Und ihr seid euch auch sicher? Honestly, I have no idea, but I've looked all over and the kidnappings here started around when she disappeared, so I have to hope. Okay, wir machen das. Thank you. I don't have much, but I can give you some coin for the trouble. One of the guards dropped this key while I hid. I wager it'll come in handy for you. Please hurry. So, also die Situation ist wie folgt.
da stehen jetzt wahrscheinlich 10 Banditen hinter dieser Tür. Und wir haben jetzt den Schlüssel und können die Tür öffnen. Problem ist, wir können nicht wirklich fliehen, weil er wahrscheinlich sterblich ist und verfeindet mit den Banditen. Das heißt, wenn die Banditen ihn sehen, werden sie ihn angreifen und unsere Quest ist gescheitert. Das heißt, eigentlich ist Fliehen nur dann eine Option, wenn es so schlimm wird, dass wir die Quest auch scheitern lassen können. Okay, was haben wir an Items? Wir haben Potion of Decay und Frenzy und Tardiness. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben Rigidity. Den nehme ich jetzt, weil er mein Health increased. Vielleicht werde ich ja nicht one-hitted. Und Spiritedness läuft noch. Okay, Bogenschütze. Aber vor allem... Okay, ich hab den Bogenschützen. Mistwatch Bandit. Okay, weitere? Nicht hier. Ich hatte halt keine Ahnung, was mich erwarten wird. Okay. Du hast einen Healing Poultice, das ist eigentlich super. Wieso benutze ich den nicht? Ja. Okay. Fasan. Oh, na, ich wollte doch die Axt natürlich nicht mitnehmen. Wir werfen sie raus, falls sie ein Problem wird. Okay, ich werde nicht gesehen. Keine Falle hier. Bärenfalle. Aber die war schon aktiviert. Sollten wir einen Gegner anlocken, könnten wir ihn da reinlaufen lassen. Okay, da ist eine Leiter. Wir nehmen den, weil er wertvoll aussieht. Das sieht alles wertvoll aus. Okay, es hat sich vielleicht jetzt schon gelohnt, hier reinzulaufen. Alchemielabor. Wir könnten natürlich... Das ist übrigens Teil von Requiem. Man kann Schlösser ab einer gewissen Stamina und so weiter kaputt machen, aber nur Truhen und nur bis inklusive Apprentice. Also auch keine Adeptenschlösser. Kurz gesagt, eigentlich war es jetzt... Wir ruhen uns mal kurz aus. Eigentlich war es jetzt gerade ein bisschen eine Verschwendung. Ja, das ist Master. Oh scheiße, ich habe den Schlüssel. Wer ist hier? Wer ist hier? Niemand. Okay, wir gehen aber erst wieder rein. In den Nordturm. Kann man das öffnen? Experte. Na, ja, hat ein Schloss. Schade. Was wäre denn dahinter gewesen? Ist das ein Hebel? Könnte sein. Naja, Fakt ist, wir kommen da nicht rein. Okay. Hier draußen scheint ja zumindest alles sicher zu sein. Dachte ich, bis ich plötzlich Geräusche hörte. Aber ich glaube, das war nichts. Adeptenschloss, na, können wir natürlich auch nicht öffnen. Zerhacken können wir die, wie gesagt, auch nicht. Und hier können wir rein. Master. Raus. Raus. Raus und weglaufen. Oh! Nein! Habt ihr Bögen oder so? Könnt ihr runter? Oh Gott, die können runter. Scheiße! Nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen! Wer schießt denn da?
Ich sehe halt gar nicht, wer mich trifft. Weg hier, weg hier. Runter da. Okay, Richtung der Quellen war es, glaube ich, relativ sicher. Wir nehmen einen Trank. Wir nehmen ganz viele Tränke. Spiritedness, Healing Fair. Weg. Weg, weg, weg. Runter. Also je weiter wir runterkommen, umso besser. Scheiße, da ist immer noch einer. Ich weiß nicht, was da ist. Wir müssen aber hierhin laufen. Ich sehe hier keinen Gegner. Och, scheiße. Direkt in ein Skelett reinwerfen. Moment, das war ein Skelett-Bogenschütze. Ja, ich habe schon den Pfeil hinter mir einschlagen gehört. Noch einer. Da ist der. Warte mal, und dahinter ist immer noch einer der Banditen. Die sind mir aus der Festung durch die halbe Provinz gefolgt. Okay, Leute, ich bin eigentlich nur geflohen, weil da plötzlich in diesem engen Raum zwei Typen mit fetten Hammern waren. Warte mal, die Skelette kämpfen jetzt gegen die. Okay, ein Skelett. Ein Skelett kommt zu uns. Zwei. Aber der Schütze nicht. Das ist gut, denn der Schütze ist die eigentliche Bedrohung. Ja, bei den Skeletten ist es jetzt natürlich relativ egal, dass wir keine Silberwaffe tragen. Denn, wir haben eine verdammte Oh, scheiße, ich bin doof. Wir haben eine verdammte Vulkanglasaxt. Die ist einfach stark genug. Da ist die Schützin. Ich sehe vier Banditen, aber hier hinter bin ich erstmal sicher. Scheiße. Mistwatch Bandit. Wir dürfen uns nicht zu sehr in Sicherheit wähnen oder wiegen. Wir haben noch sieben Sturmpfeile. Warte mal, werden wir gerade umzingelt? Da ist einer. Wir sind hinter vollem Cover. Die kämpfen gegen etwas. Also, die Banditin ist gerade gestorben. Wir sind hier nicht sicher. Sind die anderen zurückgelaufen? Nee, da kommt sie wieder. Da kommt ein Hammertyp. Wenn diese Kampfmusik anfängt, habe ich immer das Gefühl, es steht jemand direkt hinter mir. Was atmosphärisch natürlich irgendwie cool ist. Zugegeben. Okay. Orkischer Bogen. Du hast keinen. Scheiße. Wir treffen halt keinen, das ist das Problem. Die sind natürlich auf die grandiose Idee gekommen, sich hinter den Steinen zu verstecken. Und die werden vermutlich ewig dort ausharren. So? Das ist nicht der richtige Fallwinkel. Okay, er schleicht sich weiter Richtung Sturmatronach und der wird ihn töten. Viel Spaß im Kampf gegen den Sturm-Atronachen. So, wir dürfen nicht vergessen, hinter dem Stein steht immer noch einer. Das wirkt ein bisschen psycho, weil er steht seit 10 Jahren dort. Aber der hat halt keine anderen Hobbys. Was will er tun? Er ist halt Bandit geworden, hauptberuflich, ne?